Jetzt guck mal, wo die ran. Oh. Die Wölfe waren im ersten Teil ja schon relativ stark, ne? Was sind junge Wölfe? War ganz schön viele. Hatte der nicht nur irgendwas zu sagen? Der hat, glaube ich, einfach abgebrochen, mit mir zu reden. Weil er zu erschöpft war. Der Junge, genau. Hey! Hey! Genau, Vorschlag, wie Hast ich in du die einen Stadt Vorschlag, komme. Wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Richtig, ich habe die Steam... Version. Weil ich ehrlich gesagt zu faul war, das hier zu installieren. Das hat sich hier zu lange gebraucht. Und mit Patches und sowas. Aber die Hülle ist super. Die stelle ich, glaube ich, irgendwo hier mal auf. Oh, aber die sieht so verranzt aus bei mir. Dann ist halt, ich weiß nicht, was sieht man. Wenn ich die so oft benutzt habe. Ja, es stört mich jetzt nicht so, dass die, das Hey. Stört mich jetzt weniger. Oh, je, je, je. Wie verranzt sieht das denn aus? Ich glaube, ich habe mehr das, Handbuch gelesen als die. Geil. Als die das Spiel gespielt. Warnung, Achtung, Spoiler. Hier gibt es noch eine schöne Karte. Da konnte man dann ankreuzen, was man, welche Geschwindigkeit ihr Prozessor hat. Es gibt 4 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. 400 MHz, 500 MHz, 833 MHz oder 1,5 GHz. Ja, ich habe mal einfach bei Steam dann nochmal zugegriffen. Ich besitze natürlich die hier auch alle und auch natürlich die Nacht des Raben. Jetzt habe ich die Verpackung noch ein bisschen mehr kaputt gemacht. Nein! Ist hier noch so ein Teil abgefallen. Aber sowas gibt es heute einfach nicht mehr. Wobei, ich hätte auch gar keinen Platz. Wenn man überlegt, ich habe irgendwie 180 Spiele in meiner Steam-Bibliothek. Wenn ich hier alle in Hardcover hier hätte, wäre mein ganzes Zimmer ja voll mit Spielen. Übrigens braucht man eine Grafikkarte mit 32 MB Grafikspeicher. Das finde ich schön. Mein, der hat 4 GB. Da hat sich einiges getan. Naja, machen wir weiter. Was weißt du über die Gegend? Habe ich das schon gefragt. Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Nee. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Ja, kann ich mir vorstellen. Mein Keller wäre auch schon randvoll. Müsste ich, glaube ich, meinen Mitbewohner rausschmeißen und den sein Zimmer dann benutzen als Spielelager. Das wäre eine gute Idee. Oh, woran hänge ich hier fest? Kleine Blutfliege, junger Wolf. Komm! Und der hat echt. Der ist echt nicht so. Ja, super. Keine Pferde mehr. Egal. Komm, mit dem Knüppel auf den Kopf. Gut. Oh. Oh, es war ein Crit. Ich muss noch wieder ins Timing reinkommen. Oh, ich könnte aber echt mal wieder speichern. Eine halbe Stunde will ich nicht nochmal spielen. Und ich weiß nicht, wie oft es abstürzt. Ich weiß, das sage ich oft, aber. Sau der Wahrheit entspannt. Oh, die Jungs sind da. Oh, die sehen aber böse aus. Das verarscht mich. Der, die das. Oh. Okay. Nichts zu holen. Keine Flügel. Ich krieg hier zu viele Hits gleich am Anfang. Und alles macht nur
Mana, 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 was soll der Scheiß? Oh, hier, die Waldbeeren, die sehen lecker aus. Der ist ja auch noch so. Nö. Oder? Ah doch, geht noch so. Okay, ich habe noch zwei Feuerbälle, drei Feuerbälle, zwei Feuerpfeile, Licht und Heilung. Aber die Ratten, die kriegt man ja wohl so hier. Okay. Kaputt. Oh. Vielleicht dann manchmal so viele. Machen die überhaupt Sounds, wenn die angreifen? Wollen sie kaputt gehen? Ach, die fressen sich jetzt gegenseitig, ne? Wollte ich nicht stören. Oh, noch mehr. Gleich mal ein Level Up rausgelassen. Sehr geil. Und gleich mal ein Grab plündern. Rostiges Schwert. Auch eine super Waffe. Benötigte Stärke 30? What? What? You what, mate? Wasser trinken bringt Lebensenergie. Schön. Aber 30 Stärke, das ist ja gleich mal richtig. Oh. Richtig viel. Wenn ich mich erinnere, im ersten Teil hat das grobe Schwert 20 Stärke und 20 Schaden gemacht und das rostige Schwert macht hier jetzt schon 30-30. Da hat sich ja einiges gedenken. Ja, ich hab mich dagegen entschieden, die Rückkehr zu spielen, weil ich einfach bei dir auch gesehen habe, wie lange das dauert und ich Gothic zwar liebe, aber ich will auch irgendwann mal die anderen, die Risen und so weiter spielen. Und 3 werde ich auch nicht machen, weil das einfach auch zu groß ist. Ich werde es privat mal antesten, aber für einen Stream ist es einfach zu viel. Dann wäre ich ja in 3 Jahren nicht fertig. Oh, ja, die Crits, die sitzen. Aber ich höre die voll schlecht. Dann bin ich einfach taub. Muss aufpassen, dass ich dass ich 10 Heilkraut dabei habe. Wobei ich beim Bauernhof ja auch nicht auch. Achso, jedes Jahr einmal die Rückkehr. Ja, motiviert. Motiviert. Ich habe so viel auf dem Zettel. Also, weil ich mache, ich habe mir jetzt vorgenommen, montags mache ich quasi so den Olis-Tag. Da mache ich dann jetzt Gothic. Und wenn ich einmal in der Woche, vielleicht zweimal in der Woche Gothic mache, wird das ein bisschen eng. So war's das jetzt hier. Ich glaube schon. Schön durch die Wand gucken. Man lässt sich auch am Anfang aber von den Spielen immer am Anfang viel mehr Zeit, wie dann, wenn man es dann weiterkommt. Wenn ich mir überlege, bei Gothic 1 habe ich glaube 10 Stunden gespielt, dann war ich in Kapitel 2 und dann war ich nach 3 Stunden plötzlich in Kapitel 4, so. Rückkehr 2.0 gibt's, das von den, machen die immer noch weiter. Ich hab mir ein bisschen was durchgelesen. Die sind von einem russischen Team, ne? Schiebi hau ich nicht. Aber ich könnte
eigentlich gleich mal braten gehen. Ich hoffe mal, es wird mir nicht bei irgendeinem Nachbar über mir geht die Waschmaschine ab wie Schnitzel. Alles klar, der macht weiter. Jetzt, vielleicht mache ich es auch noch, wenn ich dann Gothic durch habe, Gothic 2 und Risen. Vielleicht mache ich es dann doch noch. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich darauf einfach so auf Vanilla Bock habe. Ja, man ist schon am längsten, wenn man sich ja so entscheiden muss und man macht ja immer von allen möglichen Varianten macht man ja immer alle Quests, damit man möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln kann. Aber man lässt sich ja, also zumindest geht es mir so, man lässt sich aber auch immer ein bisschen mehr Zeit. Irgendwann, dann ist ja die Welt auch nie mehr so interessant, dann rennt man ja überall nur durch, aber so am Anfang guckt man sich alles noch an und so. Man lässt sich einfach mehr Zeit. Was auch super wäre, wenn man ein Schaf zum Beispiel mit Feuerball angreift und tötet, das dann direkt gebratenes Fleisch gibt. Das wäre klasse. Das wäre super. So, jetzt muss ich erstmal den Wolf da unten auf die Mütze hauen. Boots, Boots. Ganz einfach. Und man nimmt auch noch alles mit, ne? Man sammelt immer schön fleißig alles auf. So wie ich jetzt. Ah, da gehe ich mal nicht rüber. Das könnte in tödlich enden. War das der perfekte Speicherpunkt? Ich glaube, es war der perfekte Speicherpunkt. Weil es hat sich verabschiedet. Meine Maus auch. Schön. Ach bitte, Freunde. Doch, oh, meine Maus geht, aber ich kann sie nicht bewegen. Ja, so früh schon ein Problem, da freue ich mich drauf. Ach Leute, Gothic, Gothic, Gothic. Naja, klasse. Es ging doch noch weg. Aber, ja, direkt mal abgestürzt. Super schön. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so dauerhaft ist, sonst muss ich mir wieder was überlegen. Mann, Mann, Mann. Immer diese schönen Pionierbrettspiele. Ding. Ich hoffe echt mal, dass das jetzt nicht öfters wird. Wobei, einerseits muss man ja fast schon froh sein, ich habe schon fast eine Stunde ohne Absturz gespielt, ne? Und welcher Spielstand? Aber perfekt, ich hatte es im Urin. Ich
Perle im Urin. Jetzt geht's los mit Absturz. Ui. Ihr habt denn gerade nochmal eine Sprudelflasche genommen? Ich habe eigentlich alles soweit an Patches installiert, was ich so gefunden habe. Aber es kam auch kein Access Violation, es war einfach nur schwarz. So. Hey. Hey. Hast du Ärger? Wieso? Hast du Ärger? Hier ist ja keine Sau. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal. Ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Aber im Minental hatte er noch eine andere Stimme. Dein Name ist Kavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? Aber deswegen wirst du mir hoffentlich verzeihen, dass ich zwei Spielstände mache, weil dadurch ist bei mir wirklich mal einer corrupted ist. Zurück ins Minental. Zurück ins Minental. Wirklich? Hm. Ich wünschte, ich könnte dir folgen. Aber ich habe erst meine Aufgaben zu erledigen. Wenn du im Minental bist, schau doch bitte mal, ob meine alte Hütte immer noch steht. Ich würde gern eines Tages dahin zurückkehren. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. Ich hab's in dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr, daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Ja, Magier will ich sowieso werden, ne? Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Ja, ich will eigentlich auch, wie nennt man das? Rehabilitiert werden? Ich glaube schon. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Er hat mir schon alles erzählt, was er macht, aber ich frage ihn trotzdem nochmal, was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Hatte ich gerade nichts an? Ich war gerade geprügelt. Den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Ja, ich kann dir sicher helfen bei den Banditen, aber erstmal nehme ich hier alles mit. Aber jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen paranoid, was Speichern angeht. Entschuldigung. Vielleicht liegt es aber auch. Es gibt manchmal so Sachen wie zum Beispiel: Oh, du willst dieses Heilkraut einsammeln. Gleich mal ein Bugsblatt. Achso, hier, er hatte doch Probleme mit Goblins. Die habe ich komplett verpennt. Egal. Ach, hier liegen echt Goblins. Okay. Die habe ich nicht gesehen am Anfang. Liegt da eine Kanone auf dem Boden? Es liegt echt eine Kanone auf dem Boden. Im ganzen Gothic-Spielreihe gibt es doch keine Schusswaffen. Aber Hauptsache mal eine Kanone auf dem Boden. Nochmal eine Spruchrolle. Die leuchten so schön. Ich glaube, ich...
Ja, ich weiß, ich speichere schon wieder, aber ich mache mit ihm gleich den Goblin, nicht die Goblin. Oh, das ist noch eine Truhe. Die Banditen. In der Rückkehr kann man Kanonen schießen. Allein deshalb muss ich es mir eigentlich auch schon mal besorgen. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Da muss ich aufpassen mit der Rechtschreibung. Sonst kommt gleich Timon um die Ecke und Batz. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Lass uns die Kerle aufmischen, ohne Probleme, direkt mal auf mit zu hauen. Halte einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Ich hatte doch noch eine Waffe gefunden. 40-40. Ui. Was hast du verdient, Mistkerl? Er hat auf mich gewartet. Oh. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Klar, das habe ja auch ich. So, wir können das jetzt so machen. Cavalon regelt das und ich halte die Fackel. Wobei, stirbt der? Kann der sterben? Das wäre natürlich blöd. Cavalon? Okay. Das hast du verdient, Mistkerl. Okay, er kann gut. So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Kein Problem, ich helfe dir immer wieder gern. Ich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Der Cavalon. Der ergibt mir alles. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Klar. Wasser ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Nee, die will ich nicht. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Nee, ich weiß jetzt nicht. Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Der gibt mir halt erstmal gleich mal einen Haufen guter Sachen. Nachrichten. Prago. Versiegelte Botschaft. Die hatten ja alle irgendwie was bei, ne? Genau, ich weiß es immer noch nicht so ganz genau. Aber ich glaube, ich will doch Mönch werden. Vielleicht werde ich auch Kampfmönch, wer weiß. So, jetzt mal lesen, was die alle so bei hatten. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist er wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von seinem Aussehen, er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauer. Wieder willkommen zurück, sage ich da mal. Hast ja gleich mal den ersten schönen Absturz. Oh. Wer ist denn der hübsche Mann? D steht für... Donator. Donald Duck. Ich weiß es nicht. Kurzbogen, schön. Oh, es regnet, das ist super. Ich spiele jeden Tag Computer, aber am liebsten, wenn es regnet. Da kommt man sich nie ganz so schlecht vor. Oh, und stürmt auch noch. Dumbledore, fresh
Fresh D hat unterschrieben. Fresh D macht das klar. Nein, ich weiß, wer es ist. Aber ich sag's nicht. Ich hab's ja auch schon gespielt. So, ich mach mal die Geldbeutel hier noch nicht auf, weil es gut sein kann, dass mich jemand umnatzt auf dem Weg. Hey, das ist ja krass. Dieses scheiß Messer braucht nur 10 Stärke. Das ist ja fast wie Cheaten. 10 Stärke und 30 Schaden. Was soll ich machen? Ach, eine Fackel an. Ist echt wie Cheaten. 10 Stärke, 30 Schaden, noch ein bisschen Einhand dazu und dann alles andere eigentlich wieder egal. So, willkommen bei Parkour mit Breffect. BR-Effekt. Ich kletter gerne auf Sachen. Oh, der Baum sieht aber komisch aus. Naja. Komme ich hier noch weiter hoch? Ich könnte mir vorstellen, dass das alles recht tödlich enden könnte. Aber no risk, no fun. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist mein Motto. Nein. Okay. Ich glaube, es wird nichts. Und ich glaube, man sollte hier auch nicht... hätte ich auch einfach hier hoch können. Ja. Hätte ich auch einfach hier hoch können. Aber egal. Haben wir jetzt unnützes Wissen mit mir. Den habe ich schon geplündert, ne? Weil die reden ja eigentlich auch mit einem. Aber, na, er sagt so, ich muss mich voll beeilen und so. Und jetzt steht er dran und frisst lecker Keulchen. Eigentlich habe ich die alle 10 Minuten Speichern-Regel schon, aber ich hatte gerade einen Absturz und deswegen bin ich gerade wieder ein bisschen paranoid, was das angeht. Wolfsmesser, kann man gleich mal hier an einem Wolf ausprobieren. Ohne Probleme, mit dem gleich mal aufs Maul gehauen. Eigentlich müsste ich mir so einen Wecker stellen. Aber es wäre auch dumm, wenn der dann immer... klingelt. Ja, immer wenn es abstürzt, speichere ich einmal öfters. Aber ich habe perfekt gespeichert. Übrigens. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. So, ich brauche 10 Heilpflanzen auf jeden Fall. Habe ich ja locker. Locker. Ups. Ui, das ist der HD Texture Pack, den ich mir runtergeladen habe. Der macht sehr schöne Texturen. Ach du Scheiße. Merke, wenn die Texturen anfangen abzukacken, speichere lieber mal. Vielleicht muss ich doch nochmal danach schauen. Oh. Ting. Da habe ich jetzt... Ja, vielleicht mache ich den auch wieder raus. So HD sind die nicht. Aber vielleicht mache ich es echt mal raus und probiere es dann aus, ob es damit besser geht. Das ist sogar Wurz Texture Pack. Den habe ich mir auch runtergeladen. Aber... Okay, ich habe nicht so viel verpasst. Aber jetzt schon zweimal abgestürzt.
Dann, ich weiß nicht, ich hab den auch gestern auf World of Gothic mir runtergeladen. Words Texture Pack, habe ich da etwa doch das Falsche erwischt. Das wäre natürlich doof. Wenn es jetzt hier nochmal abstürzt, dann weiß ich auch, woran es liegt. Aber könnt gerne mal den Link noch dazu posten. Weil das Menü. Also der. Oh. Ja, der normale Hintergrund sind ja, glaube ich, die Wassermagier. Oh. Zwei. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, deswegen halte ich jetzt gerade mal die 10 Minuten Speicherregel nicht direkt ein. Und hoffentlich, dass das besser. Oh, aber der Sternenhimmel, der ist aber schön, oder? Mit Mond. Sehr hübsch.